Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viele Fragen haben mich erreicht bezüglich Wagner Mikrokeramik. Wie funktioniert das Ganze? Wie benutze ich das Ganze? Wie viel brauche ich davon? Wann kann ich es einfüllen? Kann ich es auch im laufenden Intervall einfüllen? Und ihr seid euch nicht ganz sicher, wie viel ihr davon braucht. Kann man weniger nehmen? Kann man zu viel machen? Wo kann man das noch überall einsetzen? Das sind aber Fragen, die ich sehr häufig bekommen habe und da möchte ich euch gerne einmal weiterhelfen. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Da mich sehr viele Fragen von euch erreicht haben, möchte ich euch dann natürlich gerne weiterhelfen. Aber eine Bitte habe ich an euch. Wenn ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt, das euch geholfen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe gesehen, dass sehr, sehr wenig meinen Kanal abonniert haben. Ich glaube, nur 4% von allen, die überhaupt meinen Kanal schauen. Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und mir einen Daumen nach oben gibt. Und nun starten wir auch. Grundsätzlich wollte ich nur einmal sagen, ich bekomme von euch sehr, sehr viel positives Feedback von dem Wagner Mikrokeramik, wo ihr es auch einsetzt, also im Motor, im Schaltgetriebe, im Differential. Da erreichen mich sehr, sehr viele nicht Rückfragen, wie sagt man denn, sehr viele Rückmeldungen von euch und durchweg positives Feedback. Finde ich einfach sehr cool, dass ich da immer mit involviert bin, dass ich von euch die wirklichen Erfahrungen auch zurückbekomme und freue mich auf jeden Fall, dass ihr da auch mit die gleichen Erfahrungen sammelt, wie ich damit auch sammeln konnte. Und irgendwie kommen darauf immer wieder neue Fragen. Wie läuft das? Wie funktioniert das? Was kann das? Und da möchte ich euch gerne einmal weiterhelfen. Kurzum, das Mikrokeramik könnt ihr eigentlich überall einsetzen, wo ihr Motoröl habt, außer in Automatikgetrieben. Da gibt es ein anderes Additiv dafür. Das ist das ATF Power Mix. Den habe ich selber noch nicht benutzt, denn ich habe kein Automatikgetriebe. Deswegen weiß ich nicht. Die Funktion soll aber wie vom Mikrokeramik sein, nur halt ohne Festkörperanteil, also ohne die Keramikteilchen drin. Also es ist nicht natürlich direkt das gleiche, ne? Aber es soll ähnliche Effekte mit sich bringen. Aber da muss ich mal ein Video mit Wagner selber zusammen machen, denn da gibt es noch nichts für. Wenn ihr das interessiert oder wenn ihr das wissen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Kommen wir jetzt direkt zur Mikrokeramik. Also, wie viel braucht ihr? Wann setzt ihr das ein? Mikrokeramik, in der Regel sollt ihr 10% benutzen von eurem Ölvolumen. Das bedeutet, ich nehme mal ein Beispiel, was ihr auch übrigens auch runterladen könnt auf www.markmonetti.com. Da habe ich ein Dokument vorbereitet, wo ihr einfach ein interaktives Dokument habt, wo ihr Füllmengen berechnen könnt, wo ihr eure Füllmengen erfahren könnt für Getriebe, Schaltgetriebe, Motoröl, Servolenkung, Kühlwasser, komplettes Programm und natürlich auch einfach so eine kleine Checkliste für den gesamten Ölwechsel, wenn ihr das Ganze dann machen wollt mit allen Additiven. Das heißt Motocleaner, Oil-Stop, Mikrokeramik, komplettes Programm. Wenn euch das interessiert, geht auf die Homepage, ladet euch das Dokument runter, verschickt es auch an Leute, der das machen will. Ist auf jeden Fall eine Hilfestellung, die ich euch gebe, um das einfach zu vereinfachen. Mikrokeramik, wie gesagt, 10% ist so die Faustregel. Das heißt, mein Motor hat 6,5 Liter Füllmenge. Das bedeutet, 650 Milliliter davon wären dann die 10%. Also, wie berechnet man das Ganze dann? Man nimmt das Ölvolumen, die 6,5 Liter, und dann zieht man davon die 650 Milliliter ab. So mache ich das einfach. Das heißt, ich habe 5,9 Liter oder 4, 5, ne, ungefähr 5,9 Liter, fülle ich dann Öl ein und dann 650 Milliliter auch ungefähr von der Mikrokeramik, dass ihr ungefähr so eine Vorstellung habt. Das Mikrokeramik könnt ihr zu jedem Zeitpunkt des Intervalls einsetzen. Der Punkt ist einfach nur, je früher ihr es einsetzt, desto länger habt ihr was von dem Produkt. Das Produkt braucht ungefähr, sag ich mal, ihr schüttet es rein, merkt sofort den ersten Effekt, aber bis ihr den kompletten Effekt und die kompletten Einlagerungen im gesamten Motor habt und haben wollt, dauert das ungefähr 5.000 bis 7.000 Kilometern. Das heißt, die Zeit braucht das Keramik schon, um, sag ich mal, die Einlagerung im kompletten Motor zu erreichen. Daher empfehle ich ja auch immer, das direkt zum frischen Ölwechsel hinzuzumachen. Ich habe aber auch schon mal in einem laufenden Intervall das Mikrokeramik hinzugefügt, und zwar bei meinem Bruder. Bei meinem Bruder, der 21 Diesel, haben wir mal einen Test gemacht. Habe ich auch ausprobiert, das Zeug da drin, und auch, wie gesagt, der Motor wurde leiser und ruhiger und so weiter. Aber das war in einem schon 10.000 oder 7.000 Kilometer alten Öl eingefüllt. In dem Fall habe ich mir jetzt nicht die größten Sorgen über die Überfüllung gemacht. Ich habe einfach die 500 ml Dose draufgekippt, obwohl der Füllstand voll angezeigt hatte. Ich habe einmal gesagt, okay, lassen wir das mal drauf ankommen bei der Kiste. Und seht da, alles hat picobello funktioniert. Trotzdem sage ich euch, achtet drauf, dass ihr euren Motor nicht überfüllt. Das heißt, wenn ihr den Ölwechsel sowieso gerade vorgenommen habt, das ist das Einfachste, das ist das Beste, zieht das Volumen ab und ergänzt dann das Mikrokeramik so, dass ihr wieder bei der Ursprungsmenge seid. Ne? Also 6,5 Liter,
650 Milliliter abgezogen, sind 5,9, 5,9 Öl, 650 Mikrokeramik, seid ihr wieder bei 6,5 und Pi mal Daumen Paar, auf dem Paar Milliliter kommt es nicht an. Und dann seid ihr wieder auf einem Niveau, so umgeht ihr eigentlich der Gefahr der Überfüllung. Trotzdem könnt ihr es in einen laufenden Intervall einbauen. Das heißt, ihr seid 5000 Kilometer gefahren, sagt, eigentlich habe ich Bock drauf, das jetzt zu benutzen, die Hydrostöße klappern hat angefangen, vielleicht kann ich das ja unterbinden. Könnt ihr trotzdem, wenn ihr genug Platz habt und nicht überfüllt, könnt ihr trotzdem das reinhauen. Ich würde mal sagen, 200, 300 Milliliter kann man on top füllen, wenn er voll anzeigt. Ich würde aber davon abraten, mehr zu machen. Der Grund ist, der BMW Ölstandsensor ist nicht ganz so genau. Für jeden anderen, der natürlich einen Ölpeilmessstab hat, kann das viel filigraner bestimmen. Das einmal so als wichtigste Info für die meisten Leute, wie benutze ich das, die immer sich Sorgen machen, wie läuft das Ganze. Das ist einmal so das A und O, was man bedenken muss für das Mikrokeramik, wenn ihr das Ganze benutzen wollt. Kommen wir zur ganz simplen Anwendung. Also ich habe gesagt, nehmen wir jetzt den Fall frischen Ölwechsel. Wir haben jetzt die Füllmenge berechnet und wir haben das abgezogen und eingefüllt. Ihr könnt das wie folgt machen. Im Prinzip, ihr könnt einmal die ganze Mischung schon vorbereiten, dass ihr, wie ich in dem Video hier zeige, ich glaube es ist die Seite, wie ich in dem einen Video zeige, ihr könnt das vorab alles abmischen und dann könnt ihr die fertige Mischung mit zum Ölwechsel nehmen, das fertig einkippen, dann müsst ihr euch auch darüber hinaus keine Sorgen mehr machen, dass sie überfüllt und dass der Mechaniker, der euch vielleicht dabei hilft, wenn ihr es nicht selber macht, dann einfach euch die Arbeit und die Fragen abnehmen könnt. Ansonsten sagt ihr einfach, pass auf, füll mal einen halben Liter weniger ein. So zum Beispiel, füll mal nur 5,9 Liter ein. Ihr erkennt ja auch die Vorgaben, dann sagst du einfach, mach einfach so und so viel weniger. Dann macht er das, dann hast du das Auto. Mit dem Auto hast du immer noch genug Öl, dass du damit fahren kannst. Das heißt, du kriegst dein Auto vom Ölwechsel wieder, dann hast du 5,9 Liter drin, bräuchtest aber 6,5, das heißt, du bist trotzdem ungefähr, dass da zwei Striche fehlen würden. Ne? Ein Strich bei BMW sind immer 250 Milliliter. So, das heißt, ihr fahrt dann euren Motor und das Öl warm und dann ins warme Motoröl füllt ihr dann erst die Mikrokeramik. Warum wird das so empfohlen? Der Grund dafür ist, dass das Mikrokeramik sich ja auch im Motor verteilen muss. Das heißt, ihr kippt da eine etwas leicht dickflüssigere Substanz hinzu und die muss sich dann erstmal im Motor, sag ich mal, durchrühren, einmal überall, sag ich mal, schon mal hingekommen sein, sonst habt ihr irgendwo einen Fleck, der sich dann mit der Zeit durch das langsam warm werdende und zirkulierende Motoröl dann erst richtig verteilen kann. Das kürzt ihr damit ab. Ihr könnt es auch ins Kalte machen, ich würde es aber nicht empfehlen, ich würde immer so machen. Fahrt einfach das Öl warm, kippt das Mikrokeramik hinzu und dann hat sich das Thema auch erledigt. Eine Sache noch für die Anwendung, was auch ganz wichtig zu beachten ist, was ich persönlich wichtig finde, ist, es ist immer empfehlenswert, das Mikrokeramik warm zu machen. Entweder ihr legt es ins warme Wasser oder auf die Heizung oder sowas. Es gibt da verschiedenste Varianten. Ich habe es auch mal im Backofen getan, ein bisschen abgefahren. Aber es geht, ihr könnt es auch einfach auf einen warmen Motor legen zum Beispiel und dann ein bisschen aufwärmen und dann ordentlich schütteln. Warum ordentlich schütteln und warum warm machen? Die Mikrokeramik lagert sich natürlich auch durch die Lagerzeit, wer weiß, wie lange das da schon steht, ich denke aber nicht allzu lange, lagert sich dennoch irgendwann nach einer Zeit ab. Ich habe auch nochmal einen Test, dass ich ein bisschen Öl nehme und das Mikrokeramik einfülle, einmal durchschüttel und dann es mal stehen lasse und gucke, in welchen Abständen sich das Behältnis, das durchsichtige Behältnis dann mit der Mikrokeramikmischung verhält. Das kommt noch. Muss ich noch machen, aber das wird auch kommen. Wie gesagt, es dauert ungefähr schon über einen Monat, bis ein Teil sich absetzt. Also ihr habt genug Zeit, dass da ihr euch keine Gedanken machen müsst. Und wenn natürlich der Motor wieder anfängt zu laufen, dann geht das auch wieder alles in die Schwebe. Trotzdem ist es die beste Empfehlung. Einmal ordentlich schütteln, einfüllen und dann nochmal 10 Minuten fahren oder laufen lassen. Das ist so eigentlich alles, was ihr zu dem Mikrokeramik wissen müsst. Vielleicht ging das gerade ein bisschen unter, also nachdem ihr das Mikrokeramik eingefüllt habt, nochmal 10 Minuten fahren. Also Motoröl warm machen, Mikrokeramik warm machen und schütteln, Mikrokeramik einfüllen ins warme Öl und dann einfach nochmal 10 Minuten fahren oder den Motor laufen lassen, damit sich das überall verteilen kann und damit ist das Thema auch erledigt. Ja, das war es soweit einmal von meiner Seite. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute, die das Mikrokeramik schon mal benutzt haben, ihre Erfahrungen gerne mit mir teilen. Auch in die Kommentare mal reinschreiben, wo habt ihr es eingesetzt und wie war eure Erfahrung damit. Wie gesagt, ein echter Geheimtipp ist es im Schaltgetriebe. Wer ein Schaltgetriebe hat, was ein bisschen hakelt, könnt es, wie gesagt, auch in ein gebrauchtes Öl reinkippen. Das Mikrokeramik hat dadurch nicht eine schlechtere Wirkung. Es wird dem Öl, was da drin ist, sehr gut tun.
Trotzdem, wenn Öl durchgepeitscht ist, natürlich macht es Sinn, ablassen, neues rein. Und wenn ihr dann an top noch die Mikrokeramik macht, gewinnt ihr sehr viel noch. Wie gesagt, Schaltgetriebe war fast am mächtigsten, wie man es gemerkt hat. Also es ist so krass und einige haben es auch gemacht und super krasses Feedback habe ich dazu bekommen. Also ich habe jetzt das Mikrokeramik drin im Getriebe. Ich habe 150 Milliliter reingemacht, 1,5 Liter Öl kommen ja rein ins Getriebe circa. Und ich muss sagen, also ich habe das Auto jetzt, wie lange bewegt? 80 Kilometer ungefähr, ja, sowas ungefähr. Die Gänge, also 50% mehr Freude am Fahren, würde ich sagen. Es ist absolut geil. Das Auto fühlt sich viel jünger an. Ah ja, das Getriebe fühlt sich einfach viel besser an. Insgesamt gesünder und sowas. Mein zweiter Gang geht wieder richtig traumhaft rein. Und auch sonst die Gänge, die gehen so richtig sauber raus und wieder richtig sauber rein. Fühlt sich absolut geil an. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel davon einfach vom neuen Getriebeöl kommt. Aber das Öl, das drin war, sah nicht mal so schlecht aus eigentlich. Von dem her denke ich, mein Vorbesitzer hat vielleicht schon mal irgendwo Getriebeölwechsel gemacht oder sowas, weil es sah echt nicht schlecht aus, dass irgendwo drin war. Das wird das meiste, wird es Keramik gemacht haben, denke ich. Der hat jetzt 170.000 drauf und also die Gänge fühlen sich echt an wie, keine Ahnung, fühlen sich wie neu an. Fühlt sich absolut geil an. Mich würde interessieren, wie ist euer Feedback? Bitte kommentiert, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit jemandem, den ihr mögt, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt. Und wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dann teilt das Video mit jemandem, den ihr nicht mögt. Das war es soweit von meiner Seite. Checkt meine Homepage aus, www.markmodetti.com mit dem Dokument. Helfe ich euch und dann war's das. Haut rein, Jungs. Peace. Nie so rum.